Wo ist eigentlich Garrus? Ich hatte ja eigentlich Garrus dabei, ne? Da ist Garrus. Hallo, Garrus. Ich mache mir Sorgen wegen Rex. Können wir ihm noch vertrauen? Ich glaube schon. Wo ist Rex denn hingegangen? Da hinten steht Rex. Dem rede ich jetzt gleich am besten, oder? Liebster Rex, würdest du das bitte lassen? Das ist nicht richtig, Shepard. Wenn es ein Heilmittel für den Genophage gibt, dürfen wir es nicht zerstören. Wie geht man bei ihm am besten ran? Ich verstehe, dass Sie wütend sind, aber wir beide wissen doch auch, dass Saren hier der Böse ist. Er ist derjenige, auf den Sie sauer sein sollten. Wirklich? Saren hat ein Heilmittel für mein Volk gefunden und Sie wollen es zerstören. Helfen Sie mir, Shepard. Die Grenzen zwischen Freund und Feind verschwimmen gerade ein wenig. Das ist kein Heilmittel, es ist eine Waffe. Und wenn man Saren erlaubt, sie zu nutzen, werden sie nicht mehr da sein, Nutzen daraus zu ziehen. Niemand von uns wird das. Dieses Risiko sollten wir alle bereitwillig eingehen. Wir reden hier über das Schicksal meines gesamten Volkes. Ich war ihnen gegenüber immer loyal. Himmel, sie haben mehr für mich getan als meine gesamte Familie. Aber wenn ich ihnen auch weiterhin folgen soll, muss ich wissen, ob ich das aus den richtigen Gründen tue. Bitte? Rex, diese Kroganer sind nicht ihr Volk. Es sind Sarens Sklaven, Marionetten. Ist es das, was sie sich für sie wünschen? Nein. Wir waren einst Marionetten des Rats. Und zum Dank dafür, dass wir die Rachni auslöschten, haben sie uns alle kastriert. Ich bezweifle, dass Saren so großzügig sein wird. Okay, Shepard. Sie haben sich klar ausgedrückt. Mir gefällt das zwar nicht, aber ich vertraue Ihnen weit genug, um Ihnen zu folgen. Nur noch eine Sache. Wenn wir Saren finden, gehört sein Kopf mir. Alles klar. Ja. Mein liebster Rex. Es tut mir ja schon so ein bisschen leid, aber naja. Ach, guck mal, die sind alle hier, ne? Es überrascht mich, dass Sie einen Kroganer zur Vernunft bringen konnten. Es überrascht mich, dass Sie eine Stimme haben, als hätten Sie einen Heliumballon genuckelt. Fertigkeit zu gering. Na, herzlichen Glückwunsch. Es war wirklich beeindruckend, wie Sie den Kroganer besänftigen konnten. Den Kroganer, das ist Rex. Mann, Leute, ihr könnt ja noch mit Namen ansprechen. Ist ja nicht so, als würde der nicht dazugehören, ne? Es überrascht mich, dass sich der Kroganer untergeordnet hat. Naja. Ne? Mit dir können wir da nochmal quatschen. Ein Kroganer, der auf die Stimme der Vernunft hört? Höchst seltsam. Ihr seid alle voll fies zu ihm. Man sieht nicht oft, dass ein Kroganer auf die Stimme der Vernunft hört. Sie befehlen absolute Loyalität. Ich bin halt ein guter Captain. Oh, Captain, mein Captain. Das wird kein leichter Kampf. Aber wir sind bereit, wenn Sie es sind. Natürlich. Sie haben bei Rex scheinbar Wunder bewirkt. Ich hätte nicht gedacht, dass er sich besänftigen ließe. Ihr seid alle voll die Ungläubigen, ey. Bei all diesen Abwehrmaßnahmen muss Saren etwas Gewaltiges verstecken. Was ganz Gewaltiges. Nein. Tali! Die anstehende Schlacht jagt mir Angst ein. Ich weiß aber auch, dass Saren aufgehalten werden muss. Ich finde sie jetzt auch ein bisschen unangenehm. Seien Sie gegrüßt, Mensch. Ich bin Commander Rentola. Ich kann Sie mit Vorräten für die anstehende Mission ausstatten. Für alles andere sollten Sie mit Captain Kirahi sprechen. Dann zeig doch mal her. Hier. Lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Aber freuen Sie sich nicht zu früh. Freuen Sie sich nicht zu früh. Vergleichen. Was haben wir denn? Präzisionsgewehr. Das haben wir. Das war hier, ne? Also, okay. Wir haben das. 16, 30. Ist halt nur das Schild ein bisschen höher, ne? Bioverstärker. Kein Gegenstand ausgerüstet. Wo muss ich den denn ausrüsten? Soll ich den mal kaufen?
Wo kommt denn der drauf? Was kostet der denn überhaupt? 106.000? Ach komm, kaufen wir mal. Ey, annehmen. Hier, Lizenzen. Lizenz nehmen wir auch, ne? Achso, annehmen. Jedes Mal, wie ich auf kaufen klicken, das ist so verwirrend. Einzigartiger Gegenstand. Lizenz. Kosten. Ach, schon wieder. Und Medigil Upgrade. Nehmen wir auch. Und was mache ich damit? Was kann ich damit? Hab ich auch noch nicht ganz rausgefunden. Kann ich auch verkaufen? So. Austauschmäßig. Universal Access. Bio-Verstärker. Was mache ich denn mit dem Bio-Verstärker? Ich kann ja gleich nochmal meine Ausrüstung gucken. Wir müssen ja eh dann nochmal durchrüsten. Sind noch Dinge, die wir weghauen können? Die auf den ersten Blick scheiße sind? Hier, annehmen. Nö? Haben wir zweimal. Brauchen wir nicht. Upgrade-Dinger lasse ich lieber drin. Dafür geht mir, immer alles aus. Ach komm, zurück. Ich will jetzt erstmal meine Leute ausrüsten. Und natürlich, naja, das ist ja klar, Fertigkeit zu gering. Und da ich erstmal. Na, Gauss? Kaum zu glauben, dass sie Rex besänftigen konnten. Was hast du denn erwartet? Sieht schon schick aus mit dem Schiff da hinten. So schön geparkt. Ich möchte gerne mal meine Ausrüstung begutachten. Was? Verdammt. Kann ich auch mal rausgehen wieder? Schade. Ach, Gegenstände. Jordan, ja. Na, herzlichen Glückwunsch. Sind jetzt aber nicht die Gegenstände dabei, die wir gerade gekauft haben, oder? Waffen-Upgrade. Ich will eigentlich keine Waffen-Upgrades wegschmeißen. Rüstungs-Upgrade will ich auch nicht weg. Munitions. Welches Upgrade war denn das, wovon wir immer so viel hatten? Rüstungs-Upgrade. Oh! Hm. Komm, ein Stabilisator. Ja. Noch ein medizinisches Interface. Interfatze. Ablativer Überzug. Dann können wir den noch wegmachen. Der ist schlechter als der. Wie viel noch? 8 Stück. Alter, warum habe ich nicht vorher schon mal daran gedacht? Kampfscanner. Ich will rausgehen. Ich will das nicht machen. Lass das. Kinetischer Püffer? Kinetisch? Ich habe einen kinetischen Püffer. Schmeckt besonders gut mit Apfelmus. Stabilisator. Haben wir noch einen Stabilisator? Ja. Komm, weg. Zweimal Laufverlängerung. Ich hab den längeren Lauf. So. Das muss jetzt langsam mal erreichen, oder nicht? Noch ein Stabilisator. Komm. So. Jetzt immer noch nicht. Mann. Ich werd wahnsinnig. Jetzt? Natürlich, alles nehmen. So, dann kann ich ja jetzt mal und danach können wir dann noch wieder und ihr wisst schon genau, was ich sagen wollte. Hier, was haben wir denn hier drauf? Ablativer Überzug, was kann der denn? 16% Schadensschutz. Medizinisches Interface. Exoskelett. Schmetterschaden. Was auch immer, naja. Was haben wir denn? Wenn wir mal ganz runter scrollen, der wird nur schlechter, ne? Hier, das ja, das machen wir mal dran. Und dann können wir mal ein bisschen was hier entsorgen, glaube ich. Weil müssen wir eh tun. Sonst stellen sie mich wieder vor die Frage von den neuen Sachen. Was wollen sie wegschmeißen? Nix! Ich habe einen großen Kleiderschrank. Kann alles rein da. Ich habe große Hosentaschen. Da geht mindestens noch ein Elefant rein. Wenn nicht sogar zwei. So.
Strategische Puffer machen wir nur einmal. Wir rüsten eh nicht alles aus. Weil, ich weiß gar nicht, müssen wir das ganze Squad jetzt ausrüsten? Brauchen wir das ganze, also alle? Stimmt nicht, ne? Es wäre zu einfach, wenn alle dabei wären. So, zurück. Was haben wir denn hier? Brandsprengsatz. Nehmen wir doch mal den neueren, wa? Der ist bestimmt besser. Sprengstoff brauchen wir nicht. Wer braucht schon Sprengstoff? Sprengsatz weg. Der Rest kann mal bleiben. Dann haben wir hier. Was haben wir denn hier Schönes? Rückstoßdämpfer. 2. Warum habe ich da noch nichts Neues drauf gehauen? Waffenschäppel. Ja, hier. Na, ausrüsten. Ausrüsten. Kann der Scheiß nämlich. Warte, wo ist denn die 2er jetzt hin? Achso, ich sollte nochmal reingehen. Universalgel. Den hätte nicht tun sollen, weil irgendwann ärgere ich mich wieder. Laufverlängerung. Kampfscanner. Naja, Kampfscanner will ich nicht ausrüsten. Und das da. Das haben wir gerade erst neu gerüstet, ne? Damit kann ich ganz gut leben. Was haben wir denn hier? Waffenstabilisator haben wir nicht, leider. Dann bleiben wir dabei. Kampfscanner. V. Machen wir mal einen neuen Kampfscanner. Ich weiß gar nicht, warum wir das brauchen, aber egal. Ausrüsten. Wenn der da ist, dann können wir das auch machen. Polonium-Munition. Das lasse ich drauf. Das finde ich ganz geil eigentlich. Was haben wir hier? Ja, Wolfram. Ja. Laufverlängerung. Kampfscanner will ich nicht. Nochmal eine Laufverlängerung. Nein, das ist auch gut so. Sturmgewehr. Was haben wir beim Sturmgewehr? Hatten wir das nicht gerade schon? Panzerbrechende 3. Was haben wir gegen synthetische Ziele? Protonenladung. Was macht der Protonenladung? Schildumgehung. Du hast doch besser. Anders. Besser. Du hast dich mal dahingestellt, aber anders. Hätte ich das alles schon? Jupp. Ach, die anderen kann ich ja jetzt nicht. Kann ich die nicht auch hier irgendwo? Haben wir nicht. Kann ich an Bord meines Schiffes gehen, um dort meine Leute auszurüsten? Ich möchte jetzt nicht nochmal mit Rex sprechen. Kann ich hier irgendwo... Kann ich nicht. Ich würde gerne meinen Squad ein wenig angrabbeln. Jetzt muss ich das gleich ja noch tun. Da gibt es kein Durchkommen. Ich glaube, wir müssen einfach mal mit dem Heini sprechen, aber ich möchte ganz kurz hier drüber gehen. Wer ist jetzt eigentlich noch im Schiff? Außer Admiral, wie auch immer er heißt. Da kommen wir doch bestimmt nicht. Komm, da kommen wir eh nicht hin. Dann latschen wir gleich gegen irgendeine Wand. Mann, können wir noch ein bisschen joggen. Ein bisschen entspannt am Strand lang joggen. Ist gut für die Muskeln. Doch springen könnte, es wäre noch besser für die Muskeln. Ob ich mal zwischenspeichern soll? Neuen Spielstand. Jupp. Zack, zack, zack. Abmarsch, Maus, geh weg. Danke. Na dann.